Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Command & Conquer Launchstufe Rot 1 Remastered Edition auf Seiten der Sowjets. Ganz genau, und da sehe ich doch direkt schon wieder am Anfang, dass hier die Alliierten mit ihrem Hubschraubern her angeschissen kommen. Das ist nicht so doll. Aber gut, Leute, würde ich sagen, machen wir direkt mal hier weiter. Genau, es ist wieder eine Woche später tatsächlich, liebe Leute. Und dass das Spiel hier so ein bisschen ruckelt, gefällt mir gerade gar nicht. Aber geht, oder? Geht? Das ruckelt ein bisschen, oder? Nö. Auf jeden Fall, genau, wir waren ja beim letzten Mal hier in der drittletzten Sowjetmission. Einen Moment, ich muss mal gerade hier... so, meine Abdeckung vom Stuhl ein bisschen herrichten. Genau, wir waren in der drittletzten Mission. Wir wollten uns hier aufbauen. Genau, da brauchen wir aber noch ein paar Flachs für. Und warum ist der angeschwächt? Das gefällt mir eigentlich gar nicht, aber ist in Ordnung, liebe Leute. Gut. Genau, Leute, es ist wieder ein neuer Tag. Sonntagabend tatsächlich, also vor der neuen Arbeitswoche, wird hier jetzt nochmal schön aufgenommen. Und ja. Da habe ich doch direkt meine Fallschirmtruppen und da würde ich doch sagen, machen wir doch direkt mal hier das Energieplatt hier. So. Weil was soll ich sonst hier machen, während ich da auf die Kohle warte? Machen wir lieber mal hier so Energieplatt. So, wir können das Flak fertig... Ach nein, das ist doch doof. Scheiß Artillerie. Aber gut, liebe Leute. Ich glaube, dann haben wir es jetzt. Und dann können wir einfach direkt mal hier weiter loslegen. Wir sehen, der Gegner, der hat Schlachtkreuzer da stehen. Ich nehme mein Team 3. Was zur Hölle? Achso, das war nur, okay. Das war nur Raketenwerfer, ich dachte. Team 3 und Team 2, macht mal bitte das Schiff da im Arsch. So, liebe Leute. Und warum sind das nur 3 gewesen? Ja gut, egal. Das sind auch nur 3, ne? Da stimmt irgendwas nicht. Ja, egal, Leute. Die Schiffe, die sind schon einigermaßen angeschwächt. Und, ja, Spionageflugzeug schicke ich mal hier rein. Gucken, ob das so viel aufdeckt. Nicht ganz, aber wir sehen auf jeden Fall schon mal mehr von der Basis, liebe Leute. Das ist doch auch schon mal richtig geil. Was zur Hölle? Jetzt ist da schon wieder eine Flak weg. Ach, Leute. Geile Bunker, ja. Gut, liebe Leute. Wir bauen hier weiter unsere Panzer, Mammutpanzer. Und ja. Währenddessen hoffe ich, dass es euch nach wie vor gut geht. Mir geht's sehr gut. Wie gesagt, Wochenende ist fast vorbei. Und ja, aber das sollte uns jetzt nicht die Laune hierbei vermiesen, finde ich nicht. Ne. Aber dass das so ruckelt, gefällt mir gerade gar nicht, Leute. Ich muss mal gerade einmal ganz kurz einen kleinen Cut reinmachen. So, da bin ich wieder. ja, es ruckelt immer noch leicht, ne? Gut, aber das kann sein, dass das wirklich wegen diesem Update zusammenhängt. Wie gesagt, es gab noch ein Update hier, was ich euch schon gar nicht erzählt. Ich habe ein Update installiert von letzter Woche. Und da sollte jetzt mit dieses Geslide mit den Einheiten, sollte damit der Geschichte angehören. Und ja, aber das ruckelt, das ist echt doof, dass das so ruckelt. Das kann doch nicht wahr sein, liebe Leute. Oder es ist gerade Avira wieder am Abgehen. Wartet mal, Leute, ich guck mir das mal an. Eine Sekunde, ich mach mal hier mein, probier es zumindest, mein MD-Link an. Und guck mal, was hier Sache ist, warum das hier lägt. Weil das ist ja nicht mehr feierlich. Schaut euch das an, ey. So, haben wir hier genau Performance, Leute. Ach, CPU-Auslastung 100%. Ja, es ist wahrscheinlich ein Avira-Ding. Naja, gut. Das ist halt... Avira ist halt Avira, da kann man nichts machen, leider. Da sind wieder die scheiß Hubschrauber, ne? Ja, da sind wieder die scheiß Hubschrauber und noch mit Mannequin dran, ey. Mensch. Die Schiffe sind auf jeden Fall beide weg, das ist schon mal gut.
Zack, Raketenwerfer, ey. Ey, was ist denn da los, Leute, auch mit meiner CPU? Das geht ja gar nicht jetzt gerade. Warum? Was hat meine CPU für Probleme? Verdammte Scheiße. Ich muss da gleich mal nochmal gucken, leider. Tut mir leid, aber... So will man doch nicht spielen, Leute. Alles klar, Leute. Ich schaue mir das nochmal an. Also bis gleich. So, Leute, da bin ich wieder. Ja, das war irgendein Origin-Prozess. Keine Ahnung, was das sollte. Der hat auf jeden Fall 50% meiner CPU-Auslastung gefressen. Einfach mal so. Aber, ja, ich denke, den haben wir erledigt. Und, also zumindest den Prozess. Und dann würde ich mal sagen, schnappen wir uns mal unseren Fallschirmbomber. Und der fliegt ja genau über die Basis. Was ist doch nicht wahr? Der wird doch abgeschossen. Oh nein! Er wird nicht abgeschossen. Geil. Okay, alles klar. Dann kriegen wir jetzt hier mit denen. Kriegen wir die Energie platt. Das ist doch schon mal gut, ey. Und er hat es verkauft, liebe Leute. Er hat die Energie verkauft. Auch nicht schlecht. So, dann machen wir jetzt vielleicht hier sogar schon die Basis hier unten relativ krass platt, wa? Das ist mit diesen zwei Mannequins. Schaut euch das an. Ja, ich habe jetzt natürlich ein paar Mal gecuttet, die Aufnahme. Muss ich gleich nochmal gucken. Also ich glaube, wir haben noch 25 Minuten oder so für diese Folge. Aber das ist mir halt wichtig, ne, liebe Leute. Das ist mir halt wichtig, dass wir hier die Aufnahme relativ smooth hinkriegen. Anstatt, dass wir da... Der Fall hat da weiter drauf. Anstatt, dass wir da ja mit Lags spielen, weil mit Lags spiele ich nicht gerne. Definitiv nicht, liebe Leute. Und wir bauen gerade... Doch, wir bauen noch ein paar Mammutpanzer, Leute. Das ist schon mal ganz gut, aber ich glaube, mit den Einheiten hier... Ach, da sind wir die scheiß Hubschrauber. Scheiß Spawner-Einheiten. Diese blöden Spawner, ey. Das ist doch nicht mehr wahr. Gut, dann baue ich halt noch eine Flak dahin. Rams, hast du sogar kaputt gekriegt. Geil. Okay, Leute, cool. Gut, dann versuche ich mal mit denen hier die Platz zu machen. Ganz genau. Und das noch. Ah, verdammt, die Bunker, das ist natürlich... Die Bunker sind schon übel, aber nicht schlimm, liebe Leute. Gut, das Spionageflugzeug kann man hier so hin. Dann kriegen wir vielleicht alles hier aufgedeckt. Ja, ganz genau. Und ja, liebe Leute, hoffe ich, dass es euch gut geht. Wie gesagt, freut mich, dass ihr wieder dabei seid hier beim guten alten Command & Conquer Remastered. Und meine Güte, das Endlos-Projekt im Momentan, muss ich sagen. Also, ja, das nimmt schon einige Zeit in Anspruch, das Ding hier. Aber es ist halt auch ein riesiges Spiel. Es sind halt eigentlich zwei Spiele in einem. Weil hiernach mache ich ja noch den Tiberium-Konflikt. Ne, liebe Leute. Und ja, dann würde ich sagen, ist das hier mal Team 1. Und die können wir nach dahin rollen. Einheit verloren. Eine Mine! Toll! Tolle Wurst, wirklich. Drei Raketenwerfer weg. Der Penner, ey. Wirklich. Ach, dieser blöde Schlachtkreuzer da, ne? Dann nehme ich mal die Flugeinheiten und schieß da mal drauf da. So, rums. Geil. Die Hubschrauber. So, er hat es hier verkauft. Die Hubschrauber. Ja, gut, komm. Moment, die Hubschrauber können direkt hier helfen. So, rums, 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 rums. Sehr, sehr cool. So, jetzt mach diesen Schattengenerator da weg, der nervt. Die nerven! So, Mensch, so, mach diesen Turm weg. Das ist doch verwirrend, lieber alliierter Typ, ey. Da ist noch ein Mannequin, ist gerade aber scheißegal. Ach, Moment, doch, 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 doch. Mach den Hubschrauber platt. Mach den Hubschrauber platt. Das ist wie diese scheiß Spawner, ne? Ja, gut. Mach den Bauch platt, liebe Leute. Da oben schießt nämlich ein Schlachtkreuzer auf uns. Ganz genau da. Gut, aber mit denen werde ich erstmal... raus aus dem Feuer gehen zumindest.
Ein Hubschrauber ist platt, aber ist okay. Dann lass die Flugzeuge erstmal hier unten hinfliegen. Genau, ich muss die nämlich irgendwie so ablenken. So, und jetzt auf den Schlachtkreuzer drauf. Nein, nicht durch die Bahn. Ach, ihr seid doch bescheuert. Mann. Ja gut, egal, liebe Leute. Ja, mit den Hubschraubern mache ich das gleiche auch nochmal. Fliegt ihr mal bitte außen rum. Und auf diesen Schlachtkreuzer. Ist jetzt kackegal, dass ihr da angeschossen werdet. Und dann schießt ihr noch bitte eure restliche Ladung auf den da unten. Genau, zack, 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 zack. Ja, der stirbt. Shit. Egal, liebe Leute. Können wir nachbauen. Können wir alles nachbauen. ja, dann würde ich sagen, brauche ich einen Ingenieur. Ein Invasor. Die heißen hier Invasor. Das ist das Lustige. Die heißen... Oh Gott. So, der Bomber. Der fliegt mal wieder quer über die Basis. Ne, ist klar. So, aber die können die Energie platt machen. Können sie zumindest mal ein bisschen versuchen. Reicht das vielleicht sogar schon? Ah, da hat das gesehen, Leute. Da war die Chronosphäre. Nö, das reicht leider nicht. Ich brauche allerdings ein bisschen mehr Kohle. Wo sind die Silos? Da sind die Silos. Ach man, warum leckt das denn jetzt schon wieder? Ja, mein Timer ist Schrott. Ihr seht's, 47 Stunden Aufnahme. Nee. Ach man, da muss ich jetzt aber wirklich einmal ganz kurz die Uhr anmachen. Sekunde. So, 17. Machen wir einfach mal 17 Minuten. So. Habe ich jetzt einfach meine Uhr mal angemacht. Und der Sack hat da noch ein Schiff gebaut. Schieß doch drauf! So. Sehr, sehr schön. Und das hier würde ich ganz gerne einnehmen. So. Einmal drauf da. So. Und den Invasor, der kommt bitte hier runter. Ja, sure. Genau. Genau, und du machst mal bitte hier die... Nimmst das mal bitte ein. Ja, da sind natürlich noch Schiffe, ne? Ich brauche noch eine MiG. Und einen Hubschrauber. So. Und die eine MiG, die ist fast im Arsch. Das ist nicht so doll. Gut. Das ist das hier, dann ist das hier das neue Team 3. So, liebe Leute, dann schnapp ich mir nochmal meine Flugzeuge schnell. So, die guten alten MiX. Und dann macht es den Kack da kaputt. Und nicht über die Basis, genau. Genau so wollte ich das haben. So, Leute, wir können hier einen Schlachtkreuzer bauen, ja. Wir können den Schlachtkreuzer der Alliierten bauen, Leute. Lass ich aber. Warum habe ich auf einmal kein Geld mehr? Warum habe ich auf einmal kein Geld mehr? Wieso kann der nicht, so, jetzt. Ich wollte schon sagen, Leute. Und ja, dann probieren wir das mal weiter hier mit der Energie. Ach, du Scheiße, hat der viele Einheiten da. Hat der viele Einheiten da, ey. Meine Frosche. Aber dafür können wir hier unten gleich in Ruhe anlegen. Ist das nix? So, Leute, wir haben Schiffe. Schaut euch das an. Wir haben ein Schiff, wir haben einen Zerstörer. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und das Kanonenboot hat so keine Chance. Geil. Wir haben einen Zerstörer, russische Zerstörer. Ja, geil. Was machst du da? Sammel doch hier unten. Die Sammler wieder, ey. Ja, Leute, aber eine Sache scheint tatsächlich da zu sein. Dass die Einheiten nicht mehr sliden. Ja, dann ist... Und der hat irgendwie keinen Spawner mehr, ne? Gut, dann verkaufen wir das Ding. Und dann würde ich sagen, wenn ich mir jetzt die Werkstatt repariere, ich die Einheiten gleich. No, das geht leider nicht. Das ist jetzt doof. Aber ist egal, liebe Leute. Wir haben schon, wir sind schon so lange an dieser Mission dran. Er hat doch noch Spawner. Der hat doch noch Spawner. Okay, aber... Der greift nicht mehr an irgendwie. Das ist lustig. Ach, diese Drecksminen, ey. Der mit seinen Drecksminen. Ich könnte noch ein paar Raketenwerfer gebrauchen, ne?
So, dann mach das mal. Fallschirmbomber schmeiße ich mal quer auf die Einheiten. Mal gucken, ob der trifft. So, da stehen sie und da kommt der Bomber. Schafft das? Er hat's geschafft. Geil. Hat sogar was platt gemacht. Das ist doch schon mal geil. So, liebe Leute. Und dann würde ich mal sagen, bauen wir hier jetzt unsere Transporter gleich noch, wenn die bald mal fertig sind. Und, ja. Sonst gibt's ja nicht mehr viel, ne? Wir müssen, doch, stimmt. Stimmt, wir müssen ja hier nicht alles platt machen, sondern wir müssen hier ja nur die Dings einnehmen. Die Tech-Zentren. Boah, toll. Das hat's jetzt auch echt gebracht, ey, mit diesen ganzen Dreckseinheiten. Aber wenn die da sind, dann ist das ja kein Ding. Dann kann ich mit den vier Fliegern ja, den Schlachtkreuzer wegmachen, wollte ich gerade sagen. Dann machen die Hubschrauber den halt weg. So. Leute, der Schlachtkreuzer ist gleich nicht mehr. Alliierter Sack, du. Und ja, dann würde ich sagen, haben wir den erledigt. Und dann können die nochmal für die Energie hier ein bisschen ankratzen. Das ist komisch, ne? Die repariert da. Aber ja, gut. Komm, Zerstörer, komm mal her. Machen wir diesen Gummipanzer da platt. Ja, warum denn nicht? Wir können es ja. Du sollst den Gummipanzer platt machen. Ah nein, und am besten außerhalb der Reichweite. Ganz genau, liebe Leute. So, Spionage. Kannst du vergessen, du triffst mich nicht. So. Ja, schön. Und dann kann die Mix ja hier die Energie platt machen. Was versucht er mit seinen Hubschraubern? Rums. Sehr geil. Die Hubschrauber können diese Energie platt machen. Oh, sehr geil, Leute. Zwei Transporter und dann haben wir die Mission auch fertig. Drei Transporter. Oh nein! Diese scheiß Mannequin. Ach, verdammt. Egal, Leute. Den können wir nachbauen, ist kein Thema. Und ja, dann haben wir ihm schon mal die Energie abgezwackt. So. Die sind alle hier fertig geheilt. Das ist schon mal sehr gut. Und ja, liebe Leute, oh mein Gott, also das Wochenende bei mir, das war ja wirklich... Also das war schon voll geplant hier mit den Kätzchen und alles. Und dann kamen noch einige Fernsehshows, die wollte ich mir angucken, sodass... dass da nicht mehr viel übrig blieb, ja, an Zeit, ne, für Let's Playen. Wir hatten auch Besuch gehabt übers Wochenende und deshalb, ja. So, rums, rums, rums. Ha, unserer gewinnt sogar, geil. Ja gut, dann Mammutpanzer, die Mannequin platt machen wir, los. Die habe ich noch übersehen eben. So, egal, es sind ja nur Mannequin. So, dann kommt das ganze Team 1 mal runter. Ihr auch, bitte. Dann können wir nämlich jetzt loslegen. So. Hat der Typ noch Energie? Der hat wahrscheinlich noch immer noch Energie, oder? Ha! Seine Energie ist weg, liebe Leute. Seine Energie ist weg. Ist schon mal echt gut. So. Mach die platt, mach die platt, mach die platt, mach die platt. Sehr gut. Oh, das ist eine gute Taktik hier mit dem Anschwächen. Das ist echt super. So, der Bomber. Der fliegt wieder oben drüber, ey. Mann, Mann, Mann. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Ist zur Hölle. Ach so. Jetzt versucht das mit dem Hubschrauber auf meinen Hafen hier ja auch nicht schlecht. Aber gut, Leute. Ach, ey. Ey. Mach den Hubschrauber platt. So. Ach, ich kann mich hier an was erinnern, Leute. Sobald wir nämlich hier zu nah an die Chronosphäre hier kommen, wird sich nämlich ein Timer einschalten. Und der Timer ist über 5 Minuten. Und in diesen 5 Minuten müssen wir hier diese drei Tech-Zentren einnehmen. Genau die Mission war das. Ja, ich erinnere mich, liebe Leute. Warte mal, wie viele Einheiten haben wir denn hier? Wir haben hier 5 Raketenwerfer. 5 Mammutpanzer. Wir brauchen noch einen. Ne, wir brauchen noch ein Landungsboot, genau. Die sind schon da, das ist schon mal sehr gut.
Und dann würde ich sagen, kann das Schiff... Ja, versuchen wir auf diesen Tarnbunker da zu schießen. Oder auf den Panzer am besten. Ne, Tarnbunker, das passt. Alles klar, liebe Leute, dann würde ich sagen, machen wir uns mal fertig hier. Gut, die 5 Raketenwerfer kommen auf jeden Fall mal hier rein. Und dann diese 5 Mammutpanzer. So, die kommen dann hier rein. Und die 4, die kommen hier rein. So. What the hell? Ah. Da kannst du auch drauf schießen. Das ist so geil, okay. Alles klar, liebe Leute. Spionageflugzeug. Zack. Das Geräusch so geil. Okay, liebe Leute, wo kann ich meine Minikin denn hinschmeißen, um den maximal zu ärgern? Ich versuch's einfach hier, komm. Er hat sogar 4 abgeworfen. Das ist schon mal gut, liebe Leute. Diese Drecks-Raxirus da. Ey. So. Wir haben hier sogar fast noch eine Energie abgenommen. Ja, das ist doch schon mal sehr gut. So. Ja, die brauchen wir nicht mehr. Wir haben schon fast gewonnen. Geht ihr schon mal da rein, bitte? Ich speichere das Ding mal. Mission 12, Add-on war das, glaube ich. Oh, was habe ich denn jetzt gemacht? Oh, gut, egal. Die Mucke, die passt auch. Das ist ja diese geile Mucke. Jetzt hoffe ich nicht, dass ich zuerst die Raketenwerfer raushole. Natürlich sind es zuerst die Raketenwerfer, ey. Verdammte Scheiße. Ja, Typ, hör auf. Wir brauchen keine Silos mehr hier. Mann. Wir brauchen einfach nur die Flaks, die funktionieren nicht mehr. Da oben stehen die ganzen Einheiten von denen. Ja, Moment, dann werde ich hier rumfahren. Ganz genau, Leute. Ich werde hier rumfahren. Die Hubschrauber können das platt machen. Die Flugzeuge können diesen Turm platt machen. So, und schießt bitte nicht auf das Technologiezentrum. Weil sonst haben wir nämlich direkt verloren, liebe Leute. So, da sind die Hubschrauber. Perfekt. Und ja, wir machen den Bau platt. So, liebe Leute. Mammutpanzer und Raketenwerfer. Meine Frosche. So, dann können hier die Lufteinheiten noch mal drauf. So, liebe Leute, dann können wir hier die... Das reicht noch nicht mal, was? Ja gut, egal. Dann macht diesen Bunker da platt, ganz genau. Und hier die Energie noch. Die Hubschrauber sind auch da. Die können diesen Panzer noch erledigen. Und dann haben wir das Ding auch gleich schon. Dann kann dieser Bomber... Der kann da oben das Ding platt machen. Ganz genau. Und dann würde ich mal sagen, ja, die 5 Manniken. Was? Was denn? So, genau, mach diese Flak da platt. So. Diesen Schattengenerator am besten noch, wobei wir müssen ihn ja nicht komplett platt machen. Ne? Wir müssen den ja nicht komplett platt machen. Ah, verdammter Gummipanzer. So, warum ist. So, wir müssen nur das hier noch. Ach du Kacke. Warum ist das Ding da fast kaputt? Ach du Scheiße. Leute, gut. Speichern. Und einmal drauf. Nein, das war... Ach, verdammt. Verdammt. Okay, wenn ein Raketenwerfer drauf schießt, dann ist es Ende Gelände. Gut, dann schießt halt hier oben drauf. Ja, Typ. Hört ihr auf das Ding da zu schießen? So. Meine Güte, macht noch diesen Bunker da platt. Und dann... wir brauchen keine Silos. So. Rums. Geil. Gut, Leute, dann können wir uns unsere Invasoren nehmen. Und dann passt das sogar ziemlich genau mit dem Folgenende. Du kannst noch einmal hier drauf schießen. Und du einmal hier drauf. So. Dann müsste doch jetzt gleich ein Timer angehen. Meine ich. So, oder? Dann müsste doch, meine ich, jetzt ein Timer angehen gleich. Wir sind zu nah dran gefahren. Oh Mann.
Leute. Scheiße. Wir sind zu nah dran gefahren. Das dürfen wir natürlich auch nicht, ne? Also zu nah dran fahren ist auch eine scheiß Idee. So, aber nicht schlimm. So, wir haben es ja gespeichert. So. Alles klar, dann würde ich sagen, nimm dir die Invasoren. Wo bleibt denn der Timer, sagt mal? Ich weiß, dass es hier auf jeden Fall einen Timer gab. So. Dann schießt der eine mal bitte da hinten drauf. Ich muss mich ein bisschen konzentrieren, tatsächlich. So. Dann nimm die Invasoren da raus. Das müssten sie auch noch mal ein bisschen in den Griff kriegen, dass die, dass man die Schiffe, wenn man die doppelt anklickt, dann alle auswählt, statt, wisst ihr, statt sie, auszuladen. So. Ja, dann läuft die Zeit. Ich verstehe, Leute, alles klar. Aber dann haben wir es auch schon geschafft. Oh, neue Katzchen, geil, Tesla-Spule. Perfekt. Ja, der ist hinüber, würde ich mal sagen. Gut, liebe Leute, alles klar. Bonusgalerie freischalten. Gebäude verloren, hat der Alliierte mehr? Alliierten, Einheiten, definitiv der Alliierte mehr. Okay. Alles klar, liebe Leute. Dann, Europakarte, vorletzte Mission, oh mein Gott. Gut, Leute, aber wie gesagt, vorher gucke ich mir nochmal kurz die Bonusgalerie an hier. So. Blick in die Zukunft. Ed Del Castillo, Produzent, und Aaron Powell, Artist, und Eric Yeo, Designer, posieren für eine Werbeaufnahme. Cool, Leute, nicht schlecht. Nicht schlecht, gut. Wir haben hier noch mehr, ne? Genau, hier unten ist noch mehr Bonusgalerie. Aber ich glaube... Leute, wenn... Ja, ich würde sagen, wir machen die vorletzte Mission jetzt beim nächsten Mal. wenn euch diese Folge gefallen hat, liebe Leute, würde ich sagen, lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da. Würde mich sehr freuen. Und ja, dann würde ich sagen, machen wir hier bei Mission 13 beim nächsten Mal weiter. Gut, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.